vorgestellt. Microtones, die vierte Vorschau. Ja, wir sind dann hier wieder in diesem kleinen Örtchen und wir können mal hier reingucken. Und jetzt, ja, Update ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt habe ich es erst mitgekriegt, dass man hier sehen kann, was in dem Haus zum Beispiel gibt und was noch fehlt. Also denen fehlt jetzt hier Fleisch und Brot. Und hier fehlt denen noch Firewood, Pottery und Furniture. Ne? Hier sieht man, was sie haben. In grün und so. Und da muss man gucken, dass das mit der Happiness alles hinkommt. Das ist ein Punkt in dem Spiel. Ja, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann man hier noch? Na, der läuft jetzt da. Nee, kann man nicht. Also ich glaube, die Leute kann man nicht anklicken. Gut. So, das heißt, Backwaren sind noch nicht da. Oder Fleisch ist noch nicht da. Das müssen wir noch weiter machen. Hier ist ja... Was fehlt denn hier? Smokehouse. Der Fleischer kriegt die Schweinchen und die werden dann zu Fleisch gemacht, wie man hier sieht. Ah, jetzt läuft's auch. Fehlt dem da die Menge, oder was? Only Tools fehlen, oder was? Was ist hier? Ach so, da müssen wir wieder was bauen, was daneben gehört. Alles klar. Dann ist das wieder klar. Und da ist aber auch schon einer, der das jetzt macht. Dann kommen wir da auch voran. Alles klar. Das muss man wieder wissen, ne? Gut, die sind kräftig am Bauen. Das bedeutet, wir müssten mal jetzt gucken, wo unser... Das war Wheat hier, ne? Ne, Crop Field. Haben wir denn irgendwo... Getreide am Wachsen. Ist das hier das Getreide? Gartenplot. Oder da? Gartenplot. Cropfield. Achso, das ist immer ein Cropfield, oder wie sehe ich das? Da wird Hanf angebaut. Ah, alles klar. Und da sieht man, dass es Weizen ist oder was auch immer. Oder Korn. So, jetzt läuft es hier auch. Das wird jetzt hier auch getrocknet. Drying Pack. Und dann gibt es auch Essen. Und dann muss man gucken, dass es auf dem Markt auch verkauft werden kann. Hier gibt es Möhren, Tomaten. Was ist hier? Das sieht so aus. Doch, da ist was drin. Was gibt es denn hier? Holz, Feuerholz. Das ist gar nicht in einem... Repertoire drin, ne? Kann das sein? Und was wird das? Planks, oder? Ja, wir brauchen aber Feuerholz. Der macht Bäume. Feuerholz, wo kriegen wir das Feuerholz weg? Das ist die Frage. Haben wir hier unten noch was? Ja, gute Frage. Lumberjack, Sawmill, Woodcutter. Sawmill, Arborist. Ah, hier unten ist noch was. Da ist der Lumberjack. Dann fehlt uns doch wahrscheinlich der Woodcutter. Machen wir den nochmal da ein, oder? Und was haben wir als nächstes hier noch? Ah, das war klar, Forester, der Zögling da macht und der die ganzen Sachen aussät. Und wir machen da noch einen Woodcutter. Ja, der Woodcutter, haben wir den irgendwo anders? Nein, ne, hat man nicht. Den haben wir wahrscheinlich übersehen. Und der macht dann das Feuerholz, oder? Schauen wir mal, wie weit das hier ist. Und dann brauchen wir das hier noch. Ah, geht nur eins oder wie sehe ich das? Oder geht überhaupt eins? Items. Macht er das jetzt oder macht er das jetzt nicht?
Ich glaube, das macht er nicht. Aha. Jetzt kommen wir auch klar, ne? Machen wir auch wieder zwei dahin. Gut, dann gibt's Feuerholz. Das wird auch da verkauft. Und das, wenn die Hütte grün ist, dann ist was da. Wenn die Hütte braun ist, ist nichts da. Interessante Lösung, oder? Pottery ist das hier dann. Ja. Wo war das? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Furnace. Noch eine. Zwei haben wir da. Was haben wir hier? Mason. Smith. Forge. Noch eine. Dreier davon. Das ist ein Haus. Und das ist auch ein Haus. Wo ist die Töpferei geblieben? Haben wir die überhaupt? Gute Frage, ne? Da ist die Produktion. Papiermühle. Ist hier. Okay. Hochbinder. Das ist ein Haus und das ist wahrscheinlich auch Häuser, ja. Hier ist die Mill, Windmill. So, hier gibt es jetzt auf jeden Fall Holz. Ja, das läuft erstmal, aber wir haben ja noch andere Dinge, ne? Die wir hier im Warenhaus storen müssen. Aber das ist ja nichts Schlimmes hier. Da sind die Bretter drin. Pottery. Smelter. Furnace. Quarry. Was haben wir hier noch? Clay. Lehm gibt es da auch noch. Den kriegen wir da aber nicht raus. Stored 4. Clay Pits. Ja, das ist hier zum Beispiel wahrscheinlich, ne? Ah, da steht auch Clay unten rechts. Das bedeutet, wir müssen da noch den Lehm holen, oder? Ja, dann bauen wir das doch mal hier hin. Hier hin. Ah, das geht nur daneben. Auch sehr schön. Dann da. Ja. Also die konnten das ja nicht. Und der Mason macht Steine, ne? Und kriegt dann Stone Slabs raus. Was machen wir aber mit dem Lehm? Gute Frage, ne? Stadtgebäude. First Corps in nearby Graveyards. Okay. Das haben wir alles. Haben wir die Hütte denn auch gemacht? Nee, ne? Hm. Braucht man nicht, haben wir glaub gesagt, ne? So, jetzt müssen wir hier Clay, komm dahin. Was haben wir denn hier noch? Das ist Sand, okay. Clay Pit. Iron. Wofür es mit dem Sand gut ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die machen da erstmal was. Ja komm, dann würde ich sagen, können da auch zwei oder drei machen, ne? Im Sand weiß ich jetzt nicht, wie wir das da damit machen. So, er macht jetzt das Potterbaum. Da ist der Potter. Der Potter hat ein braunes Dach und ich glaube, das haben wir dann noch gar nicht gemacht. Na, genau. Dann kümmern wir uns darum.
würde jetzt mal sagen, wir machen das hier neben. Potter Reveal. Geht dahin. Und das andere hier. Pottery Killen. Machen wir dahin. Sollte dann funktionieren. Wollen wir hoffen, ne? Der braucht Planks. Achso, zum Bauen, okay. Dann haben wir das erst. Sie sind kräftig dabei. Und dann haben wir hier noch die schicken Straßen. Na, da machen wir aber keine tollen Straßen hin. Passt so, oder? So, die Hütte ist fertig und die produziert dann auch, wie ich so sehe. Clay wird gemacht, ne? Einen haben wir auf jeden Fall hier geclaimed. Clay Pit, genau. So, und jetzt muss es hier noch an den drei Stellen weiter für die Pottery-Geschichte. Und Carpenter, der... Carpentered Tables. Ja, der macht dann Holz. Hier kriegen wir Planks weg, oder? Ja, das bedeutet, das war schon richtig mit dem Carpentry daneben. Also, da gibt es dann wahrscheinlich auch wieder Sachen, ne? Der Carpentry Table machen wir mal daneben und gucken, was da rauskommt. Was haben wir noch? Das ist klar, das haben wir, glaube ich, alles, aber, ne? Ja. War hier noch was zugekommen? Ich glaube nicht, ne? Bakery? Haben wir. Bakery ist hier unten, oder? Nee, wir haben nur eine Mühle hier. Die Farm ist da. Die Mühle ist da. Aber wo ist die Bakery? Die fehlt dann auch. Ja, zack. Und da geht dann auch der Ofen daneben hin, ne? Ich glaube, haben wir dann auch. Straße ist da bis da oben, aber hier fehlt es noch in irgendwelche Materialien. Die Töpferscheibe ist fertig, aber hier fehlt es noch. Da fehlt es aber an... Stone Slab, okay. Und diese wurden hier hergestellt, oder? Und die werden nicht abgeholt, oder wie sehe ich das? Haben wir denn ein Lager dafür? Ja, haben wir. Ah, da oben wird jetzt hochgelaufen, aber nee, der bringt das woanders hin. Ja, jetzt ist die Frage, warum hier oben nicht weitergebaut wird. Hier ist ja derjenige, der es macht und der hat auch Ware da, oder? Der hat auch noch vier Stück hier liegen. Keine Träger da war. Ja, da ist jetzt einer, der holt das. Und wo bringt er das hin? Nach da oben. Ich glaube, wir sollten vielleicht hier noch einen Weg nach da drüben machen. So, er hat es bis da oben hingebracht und dann kann das gleich gebaut werden. Clay wird gemacht. Ja, dauert dann, ne? Und hier genauso fehlt auch das Gleiche. Aber jetzt wird hier getragen, ne? Da oben ist ja schon wieder einer mit unterwegs. Ich glaube, der baut jetzt der andere. Kann er sein? Ja. Gut, dann ist die Töpferei auch gleich fertig. Ja, ein Stone Slab muss noch her. Schauen wir, wie wir das hinkriegen. Da kommt er schon gelaufen. Dann ist die Hütte gleich fertig und dann brauchen wir hier noch ein paar Sachen. Wie viel brauchen wir dafür? Einmal. Kommt aber schon, okay. So. Und ich glaube aber, da brauchen wir uns nicht kümmern, das passiert hier diesmal von alleine, ne? Hütte ist da, Drehscheibe ist da, jetzt dreht er da.
Sehr interessante Technik, die er da anwendet. Aber er hat's gemacht und jetzt brennt das wahrscheinlich, oder? Ja. Gut, das läuft dann. Und dann wird das auf dem Markt noch verkauft. Warte, was hier jetzt? Da ist jetzt tatsächlich was drin. Firewood gibt's jetzt, aber es wird irgendwie nicht angezeigt. Farblich anders. Ich dachte das, oder ist es erst farblich anders, wenn voll? Oder steht 12 drin, also es ist voll. Vielleicht ist es auch gar nicht so, dass da eine Farbe hinkommt. War nur ein Glaube von mir, dass die Hütten grün sind, dass es dann passt. Aber die grünen Hütten sind Lebensmittel und die braunen sind dann andere Bedarfsutensilien, ne? Ja, auf jeden Fall läuft's, ne? Da steht auch schon was vor der Hütte. Oder? Eins ist da. Holt, glaub, auch einer gerade ab, oder? Kann das sein? Ja. Läuft. Zwei sogar. Nee, das war roh, das wird gebrannt. Aber er bringt das jetzt hier rein. So, was sagen die Leute? Denen fehlt noch was. Ah, Pottery ist jetzt hier gerade hochgesprungen, ne? Der holt das auch gerade, den ich angeklickt habe. Kann das sein? Krass. Ja, Furniture werden hier produziert, oder wie sehe ich das? Ja. Ah, der hat alles, was er braucht, daneben erstmal, ne? Funktioniert. Da ist der Nächste, der es holt. Hier läuft's auch mit dem Brot jetzt backen. Ja, Brot wird gebacken. Gucken wir mal gerade hier rein. Ach, das ist der Buchbinder und hier ist ein anderer Laden. Das Brot ist aber noch nicht da, genauso wenig wie Fleisch. Fleisch ist hier. Smokehouse, da passiert nichts, ne? Ist fertig, stored. Das müssen wir jetzt irgendwo noch verkaufen auf dem Markt. Hm, gut, dann müssen wir gucken, dass wir den Marktplatz noch gemanagt kriegen. Price of dispersion food and other supplies and civilians. Civilians are taken directly nearby food stalls and supply stalls. Ich glaube, wir machen. Warte mal, da ist ja so eine Hütte. Da müssen wir die ja. Supply Stalls. Ach so, die müssen wir erst dann noch machen, ne? Was hatten wir denn jetzt hier? Pottery. Und das andere war Firewood, ne? Das heißt, es fehlt uns Furniture. Und das gibt's ja auch noch hier. Und den bauen wir dahin. Und da drüber kommt noch eine Straße darüber. Ah, in der Stadt machen wir mal eine richtige Straße jetzt hier. So passt das schon. Ach so, hier waren wir noch stehen geblieben. Fleisch. Ich glaube, Fleisch haben wir da nicht, ne? Machen wir dahin. Und Brot. Machen wir dahin. So, das muss jetzt noch gebaut werden. Hier wird die Straße gebaut und der Marktstand kommt dann da auch hin. Und dann sollte das auch alles funktionieren, dass die es abholen können, ne? Hütchen hier. Ja, fehlt halt noch. Pottery kommt langsam hoch. Da unten sind die Furniture. Was haben wir hier? Food Quality. Okay. Ach so, okay, da sind dann die Werte für die Happiness, die aber hier schon jetzt grün ist. Ja, fehlt ja jetzt auch nicht mehr viel, ne? Kriegen wir hin. So, wenn er hier fertig geklopft hat, dann muss ja da auch was hingebracht werden, ne? Aber da fehlt noch was. Naja, wird auch werden. Da kommt noch ein Brett. Das ist aber, glaube ich, dafür, ne, oder? Würde ich sagen. Autosaving, okay.
Gut, das dauert aber nicht mehr viel, dann ist er fertig. Ja, dem fehlt jetzt nur der eine behauene Stein da, ne? Stone. Mhm. Okay, jetzt machen sich hier die nächste Hütte schon fertig. Ach, hier sind gar keine Steine mehr, ne? Oder? Ne, da oben sind sie ja auch. Das war falsch, das Häuschen. Mason ist hier. Und Mason hat 4 Stück da liegen. Passt eigentlich. Sollte eigentlich funktionieren. So, Hütte noch nicht fertig. Weg wird auch nicht fertig gemacht, weil es hier nicht vorangeht. Warum geht es hier nicht voran? Wir haben nicht genug Träger. Das ist unser Problem, ne? Braucht man da einfache Häuser? Und wir brauchen eins mehr oder so? Machen wir doch mal, oder? Wie wird das produziert? Da kommen natürlich auch wieder Steine ins Spiel. So, Lehm. Aus Lehm wird Dingens Tonware und aus dem Ton werden Töpfe und die Töpfe werden runtergebracht. Das läuft. Hier unten läuft es auch beim Bäcker, ne? Der hat da oben Brot liegen, ne? Ja. Aber wir brauchen Verkaufsstände. Oh, hier ist er fertig. Und das ist Furniture, oder? Ja. Und die gab's hier, ne, oder? Ja, die sind auch da. Die werden auch jetzt vielleicht runtergebracht, oder? Sieht man jetzt nicht. Ja, bringt noch keiner runter. Aber die sind jetzt kräftig am Produzieren. Wahrscheinlich... Ja, ich glaube, er bringt jetzt da was hin, ne? Kann das sein? Ne, das ist Holz, was er woanders hingebracht hat. Da wird ein Haus gebaut, das passt schon. Und ich glaube, da war gerade Furniture drin und er hat jetzt welche, ne? Ja. Gut, das passt. Ja, dann fehlt es hier noch an Steinen und das Häuslein braucht auch noch Steine. Ist die Frage. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so, ne? Es gibt ja Arbeiter und Bewohner. Ne, hier haben wir einen Arbeiter, der da was macht. Ach, wir können ja noch hier ganz viel claimen, sehe ich gerade. Ah, da müssten wir das mal schnell noch ein bisschen forschen, ne? Clothing, Brewing... Wie viele Points haben wir insgesamt? 141. Dann machen wir doch erstmal alle 3 hier. Dann haben wir noch 36. Und dann machen wir das. Dann fehlt nicht mehr ganz viel. Dann müssen wir auch wieder was dazu bekommen haben. Brickyard, okay. Brickworks, okay. Pflaster arbeiten, Mason. Hier gab es vielleicht auch was. Smokers, ne, hatten wir schon. Beekeeper, Followers, hatten wir. Ich glaube, das war schon alles fertig da. Aber hier ist was neu. Carding Mill, Textilmüll. Und Taylor, der Schneider und ja, seine Vor. Gut, okay, aber um die Geschichten kümmern wir uns wohl, denke ich, mal in der nächsten Folge dann erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn das nächste Video hochgeladen wird und schreibt ruhig was in die Kommentare, wie es euch so gefällt zum Beispiel. Ist ein cooles Spiel, denke ich, und naja, wir machen noch ein bisschen mehr, ne? Kriegen wir hin. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.